So, wunderschönen guten Tag, Nacht, Abend, je nachdem ihr das Video schaut, so auf Folge 41 von Descan mit mir, Kompasschen und natürlich meinen Helden Diegen. Jo, Sägewerkhorde ist heute der Stichpunkt. Die möchte ich heute ausrotten. Nur auf normalen Wege werde ich es nicht hinkriegen. Ich werde bestimmt einen Glitch dafür benutzen müssen, den ich irgendwie mal ein bisschen ge-YouTubed habe, sag ich mal so. Nur weil sonst wüsste ich nicht, wie ich es machen müsste. Weil ich total nicht ausgerüstet bin und ich hier nur die Hauptstories streame oder aufnehme, je nachdem. Und ich nicht so vorbereitet bin. Was das betrifft. Gut, gucken wir erst mal. Die Option Graphic. Gut. Dann wollen wir mal zur Horde. Ach, die ist hier um die Ecke. Ist ja krass. Cool. Ich hole mal schnell mein Bike. Dann würde ich sagen, geht's los. Ich hab gute Sachen heute. Ich nicht. Gut, wollen wir mal. Ab zum Sägewerk. Kann man hier noch was mitnehmen? Nein. Hey, es gibt einen Job für dich. Ricky, hey, okay, ich komme, gegen Ende. So, Munition müsste eigentlich alles voll sein, ne? Gut. Schaffe ich es jetzt wieder. Gut, ich bin hier lang. Genau, hier hinten lang. Hier hat man noch ein bisschen Ruhe. Material habe ich aufgefüllt. Ob es reicht, weiß ich nicht. Gut, erstmal alles auffüllen, meine Energy. Gut, wo sind sie? Hinterm LKW lang, da hoch, dann da hoch und da ist das Ding. Da muss ich hin, hierher. Das ist mein Ticket nach oben. Aber warte mal. Ich kann vielleicht gleich hier lang. Ist vielleicht einfacher. Naja. Geht natürlich oder nicht. War mir auch da klar. Da hoch. Na gut, muss ich den normalen Weg nehmen. Glaube ich zumindest. Warte mal. Jetzt geht's wieder los. Denken, denken, Ronny. Warte mal. Bleib unten. Da hinten. Genau. Ich hab's. Ich hab's. So, erstmal alle anlocken. Jetzt geht's los. Attraktor. Geht alles schön dahin. Halt, falsch. Da musst du jetzt durchdiegen. Hebe ich mal kurz Napalm auf. Heftig, heftig.
Hilfe, 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 Hilfe. Ich glaube, ein bisschen Napal, ja? Gut, verbrennt schön. Wir lieben. Oh Mann, das sind so viele, zu viele. Gut, warte jetzt. Da kann ich keine mehr herstellen, da kann ich noch welche herstellen. Meine Fresse, sind das viele. Hä? Wahnsinn. Nein! Jetzt habe ich verloren. Und Wölfe. Das wird noch nicht passiert. Scheiße. Wo ist mein Motorrad? Ach du Scheiße, gegengesetzte Richtung. Nein! Ich muss nochmal zurückkommen. Deke, du hast den Mistkerl also erwischt. Hab, meine ich. Ja, hab ich. Also, naja, nicht so richtig. Die Sperma waren schneller als ich. Gut. Der Mistkerl hat's verdient. Wir haben's alle verdient, Bus. Scheiße, also jetzt. Der war ein Freund von mir. Er schummelte immer beim Kartenspielen. Aber. Jetzt muss ich umdenken. Es war die Todesstrafe zu verhängen. Na gut, bis bald, Dick. Busa, Ende. Bullshit, warte mal. Ich habe, glaube ich, noch Munition in diesem Polizeiauto. Also hier gibt's nichts mehr. Scheiße, das kam jetzt überraschend. Das ist doch eh noch hochgekommen. Kleines Stück Elend. So, das kann ich nicht mehr herstellen, das kann ich nicht. Die Bomben habe ich noch. So, zum Motorrad. Ich glaube, da habe ich noch Munition, genau. Und dieses Polizei... Auto, die sind jetzt alle zurückgegangen, vermute ich mal. Ja, gehen zurück. Das sind auch verdammt viele. Das ist ja Wahnsinn. Munition voll. Geht wieder rein, los. Ich komme da nicht lang. Oh, es wäre perfekt, ey. Hier, genau. Mach ich jetzt ins rein. Weg hier. Tunnel, Tunnel, Tunnel. Ich glaube, die folgen mir hier nicht lang. Ich weiß es nicht. Oh, hier gibt es schönes Zeug. Oh, geil.
Die Hälfte habe ich. Ich glaube, die folgen mir nicht im Tunnel. Oh, Napalmflaschen, wunderbar. Ja, damit. Oh, ich kann sie brauchen. Oh, ich kann nichts herstellen. Weitersuchen. Gut. Benzol. Jetzt ja. Einer. Weiter geht's. So, Flaschi, Flaschi. Ah, was brauche ich denn noch? Dieses Pappmaché, stimmt. Da ist es. Pappmaché, Fenster, 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 bababa. Nein, doch nicht. Scheiße. Gut, Attraktor habe ich. Oh, eine Napalmflasche und... Ja, ich muss die Bombe mit benutzen. Alles klar. Kann man machen, nichts. Gut. Ich hol mein Motorrad hierher. Der Friede währt nicht dauerhaft. Stimmt, hier folgen ja nämlich nicht durch den Tunnel. Der Hälfte habe ich schon noch, das ist gut. Soll die sterben? Spiel speichern. Gut. So. Greifen noch mal von hinten an. Mal gucken hier, wo das jetzt war, das Gebäude. Da. Genau vor mir. Soll ich Spike hier oben stehen lassen? Scheiße. Gut, kann ich auch nicht mehr aufbauen. Da, ja. Gut. Genau, jetzt bin ich wieder richtig. Halt, hier war es besser. Hier lang war es besser. Und dann bin ich wieder hochgekommen. Komm, lad dich voll. Wir sind wieder drin. Passt. Geh rein. Mehr Beute. So, bin wieder im Geschäft. Was springst denn du da runter? Wie ich, wo dich gespeichert habe, ey. Nee. Warum machst du sowas, ey? Nein. Sowas Beklemmtes, ey. Nee. Das muss wirklich alles durchdacht sein, der ganze Scheiß. Ehrlich. Komm, ich brauche die Energie. So, mehr als die Hälfte habe ich jetzt schon. Schön reingehen, ihr Süßen.
Ja, ich seid ja so lieb, wenn ihr wollt. Oh, noch. Gut, jetzt reiß dich zusammen. Rauchbomber. Gut. Molotovs, alle. Gut. Komm schon, ist das alles, was ihr habt? Hartnäckig. Ganz weit auf. Komm, einer noch. Na, wo ist er? Komm, da ist er. Ich hab's. Boah, ich hab die Horde geschafft. Ich krieg ein zu viel. Jetzt hole ich meine Belohnung. Achso, naja, das brauche ich jetzt auch nicht mehr. Wow, holy cowly, Alter. Cool. Achso, die Tür. Gut. Ist ja mal geil. Ich bräuchte jetzt ein bisschen Material. Achso, nee, explosiv. Gottes Willen. Oh, mit den paar Sachen habe ich es geschafft, ey. Ich glaub's nicht. Da gucke. Da ist die Antwort auf meine Fragen. Na toll, hab's wieder voll. Gut.
Auf geht's. Gut. Evaluation, Evaluation. Das war ein Hortilein. Ah, cool. Das waren die Fluchtfallen. Genau, schön Zeug einsammeln. Man weiß ja nie, was kommt, ne? Weiß ja nie, was kommt. Gut. Machen wir mal Platz hier. Platz für den Schatz. Wo ist mein Motorrad? Auf der anderen Seite da. Ah, immer frei. Ich bin der Held, Junge. Ach du Scheiße, Dieg. Ich hab wohl das Beste verpasst. Wie immer. Ja. Nächstes Mal fahr ich und such dich die Freak. Ach, das arme Schwein. Okay. Jetzt einfach darüber. Gut. Alles klar. Okay, das war's. Fahr zurück zum Camp. Wir treffen uns dort. Okay. Und Bushman. Fahr vorsichtig. Was glaubst du denn? Dass ich mich in die Luft jage? Ja. Genau das, Buser. Mein Messer. SMP 9. Okay. So. Story Mode. 322 Meter, ne? Jetzt hole ich mir erstmal mein Bike und ein bisschen Sprit. Hey Dick, hörst du mich? Mhm. Hey Ricky, was gibt's? Ich muss noch ein bisschen am Laster rumschrauben. Ich sag Bescheid, wenn er fertig ist. Mach das. Danke. Bereit, wenn du es bist. Willst du das echt machen, Dick? Sie kommen, Ricky. Es sei denn, wir schlagen zuerst zu. Ja, komm. Du hast recht. Okay, Ricky, Ende. Egal wie viele Zombies es gibt, der größte Feind ist immer der Mensch. Der Mensch gegen den Mensch. Gut. Wo hat es denn gerade eben noch hier ein bisschen geleuchtet? Hier. Wunderschön. Nachschub. Eins. Naja, wird eins, so. Fast voll, bis auf die Munition. Sieht's gut aus. Warte mal, hier gab's das sogar. Hier gab's sogar diesen. Ich hab's vergessen. Na, hier ist so ein Wagen. Wo ich mich verbessern kann. Stimmt. Aber wo ist der? Binde den Wagen. Da ist er. Genau da ist er. Den meine ich. Cool. Oh, noch eine mobile medizinische Einheit. Ich muss irgendwie da reinkommen. Nachschauen, ob ich noch einen Injektor finde. Ja, dann muss ich aber erstmal da hoch. Nachschauen, ob da kein Lärm dran ist. Also, wisst schon. Genau. Das meine ich. Ich will heute keine Überraschung mehr haben. Null. Jetzt. Nada. Halt, stopp. Sind ja noch nicht fertig. Gut. Halt, was ist denn da unten? Kanister. Gut, da drüben, da drüben, da drüben. Also da geht's auch noch rüber. Da muss ich dann noch ganz toll aufpassen. Diesmal mache ich alles richtig. Oder auch nicht. Runter.
Wunderschön. Sehr viel Material. Gut. Da drüben sieht es mir noch aus wie... Da oben ist noch eins. Na gucke, deswegen habe ich die nie gesehen. Da ist keins, da ist keins, da ist keins. Ja, ich komme gleich, Sägewerk. Gut. Gut, hier war ich jetzt. Ich brauche das Split. Kein Strom. Ach, scheiße. Wird ja auch wohl Kanister sein, ne? Komm. Na komm, na komm, na komm, na komm. Ah, gut. Komm, ein bisschen Benzin. Da was drin? Wir schauen hier. Nein. Meine Fresse, alles voll, ja. Da. Sehr gut. Jetzt muss ich nur den Kondensator, alles klar. Hier ist er. Ah, gutes Timing. Oh, ich glaube, mein Bike war auch leer. Ich werde das erstmal hier runterholen. Wenn ich hier lang kommen würde, ja. Bin gleich wieder da. Na, sag mal. Hä? Genau. Gut, Bike holen. Genau, das ist wichtig. Oh, dann mal los. Dann mal los. Das sollte reichen. Ja. Na, das fallen. Lass das Bike hier stehen. Ich habe so das Gefühl, das ist die beste Entscheidung. Gut, Stromgenerator, wo ist er? Guck mal, wie alles wieder voll wird, ne? Genialo, genialo, genialo. So, dahinter muss ich jetzt wieder. Habe ich jetzt alle scheiß Mikrofone ab? Gut. Da traue ich mir mal selbst. Ganz großer Fehler, ganz großer Fehler. Und? Wir haben grünes Licht. Ich wusste es. Verdammte Scheiße, das wird sie alle zu mir locken. Wusste ich doch. Drin, dass die Mühe wert ist. Boah, ist ja viel. Yes. Oh, du Scheiße, Fetti. Wo sind denn die Scheißdinger?
Was für ein Gestank! Oh ja, stimmt ja, du bist neu hier. Sie haben den Wigwam-Granat geworfen. Den was? Den Wigwam-Granat. Siehst du? Da hinten. Boah, ich lasse ihn mal rein. Wie ein riesiger rostiger Salzstreuer. Also riechen kann ich ihn auf jeden Fall. In den 60ern haben die da tatsächlich. Wow! Wo ist mein Motorrad? Oh, der anderen Seite. Scheiße, ich muss weg hier. Ich muss es wieder, ey. Wieder. Wenigstens wird es nicht so übel stinken. Wollen wir es schaffen? Ab, du Krebel. Oh, es nervt mich. Das ist nervig. Ach du Scheiße, noch der Dicke noch dazu. Oh, ab hier. Oh, Energie alle. Ey, Panik. Hör auf, Junge. Ich habe keine Waffe mehr. Scheiße! Komm! Komm, ja, ja. Oh, er rennt aber auch nicht. Wo ist mein Motorrad? Scheiße. Keine Munition da. Wo ist mein Motorrad? Das war jetzt noch richtig knapp, ey. So ein Müll. Das sind wirklich noch zwei hässliche Lautsprecher, die mir das Leben zur Hölle machen. Das kann nicht wahr sein. Das ist Wahnsinn. Halt. Boah, das muss ich speichern. Und dann nochmal da rein. Halt, stopp. Gut. Ich habe null Munition. Die kämpfen sogar miteinander, gell? Die Peitschen hier getroffen. Scheiße. Fahr zur Hölle, Freak! Das war der Falsche. Gut. Ich muss die Dinger auswendig machen. Boah, ich kann die doch nicht mit dem scheiß Feuer, mit den Napalmen besiegen. Scheiße, was mache ich? Was mache ich? Was mache ich? Ich muss da runter, ich brauche das.
Kommst du da rein hier? Natürlich so wieder nicht. So, einer noch. Oh, abends waren sie noch gefährlicher. Verrecke, du Vieh. Verrecke, verrecke, verrecke. Habe ich das Schwein? Ich habe das Schwein. Kann sich mal reparieren. Oh mein Gott. Aber ich glaube, ein Mikrofon noch. Eins. Megafon meine ich. Oh, endlich Ruhe. Waren das alle? Ja. So, such das Ding. Ist es dunkel? Ja, ist dunkel. Wir müssen irgendwie dieses Zeugs. Wenn ich hier, es müsste im nächsten Ding sein, im nächsten Container. Das ist der eine. Der andere ist da hinten. Jetzt bin ich verwirrt. Da, da ist er. Ja, da gibt's auch nicht. Ach, da. Ah, ein Neuro-Injektor. Ein Neuro-Injektor, genau. Genau. Ausdauer, Gesundheit, Konzentration. Jetzt nehme ich mal Gesundheit. Gut. So. Ist es jetzt Nacht, Tag oder irgendwas? Gut, da ist nicht weiß. Machen wir die Nacht bei zum Tage. Ja, ich werde eine Weile meine Augen schließen. Wunderschön. So kann der Tag beginnen. Und schon wieder bereit. Ah, mein Freund. Gut. Das knurrt schon wieder. Oh ne. So.
Ab zum Motorrad. Gut, hier gab es nichts zu holen. Oh, keine Munition mehr. Wo ist denn mein Bike? Da oben. Oh, ich staune. Dafür mit der ganzen Horde? Oh no. Oh no. Komm denn hier? Ich geh hinten rum. Ich geh hinten rum. Ich habe jetzt nichts mehr. Außer ein bisschen Brennstoff. Oh, das ist jetzt nicht wert. Nee. Mich mit dir noch einzulegen. Gut, gehen wir eben durchs Dorf. Durchs Sägedorf. Da oben. Oh, heftig heute. Das ist heftig. Das ist eine krasse Folge. Die es sich lohnt. Warte jetzt. Das Runner. Es gibt richtig viele Fähigkeitspunkte in diesem Camp. Meine Beliebtheit steigt. Du, die macht Windzombies. Ich nehme erst Fleisch. Ah, Fleisch. Oder Wölfen. Blitzfeuer. Oh, wird schon zur Nacht. Gerade so verstanden. War das heute ein Erfolg? Größte Drecksworte. Natürlich durch einen Glitch, alles aber... Alles scheint bereit zu sein. Ist egal. Was? Ja. Ricky hat das hier für das Lenkrad gebaut. Wir fahren direkt vor ihre Tür. Springen und tschüss, Miliz. Okay, willst du das wirklich machen? Ich meine, das ist eine ganz schön weite Fahrt mit nur einem Arm. Arschloch. Hör zu, Busa, wir wissen beide, dass wir wahrscheinlich nicht zurückkommen. Ja. Das spart mir wenigstens den Rückweg. Scheiße, ja, ich will das. Das ist cool. Busa ist cool. Oh, nur eine Sache noch. Nur echte Biker würden so eine Kamikaze-Aktion durchziehen. Best friends forever. Nur wir. Yep. Sehen wir es durch, oder was? Auf jeden Fall. Sieht aus, als würde Ricky doch noch kommen. Die Miezen machen mit. Die Miliz-Miez. Was geht ab, Dick? Jetzt gibt's richtig Krawallo. Ricky, Eddie... Das ist echt toll, aber
Busa und ich, wir müssen uns was kümmern. Oh, die wollen alle helfen. Ist das geil. Das ist geil. Erreicht, als du dachtest, Dick. Cool. Gänsehaut-Feeling. Ich sag's ja, du schaffst das nicht allein. Das ist verrückt. Oh, keine Sorge. Sie tun es nicht für dich. Sie tun es für ihn. Für wen? Ah, Iron Mike. Genau. Geil. Alles klar. Action. Hör zu. Der Plan ist einfach. Busa und ich schlagen am Nordtor zu. Wir jagen es in die Luft. Und dann werden sie alle zum Südtor rennen. Und ihr müsst dann einfach Ricky folgen. Ja, sind wir bereit? Was ist mit euch? Seid ihr bereit? Hör zu. Ich funk dich an, wenn wir bei der Brücke sind. Wartet, bis es soweit ist. Okay. Dann mal los. Geil. Das ganze Camp kommt mit. Sauber. Für Iron Mike. Für den guten Iron Mike. Herrlich. Das wird bestimmt jetzt die letzte Schießerei werden. Hey Busa, wir müssen springen! Ich hab keine Munition. Alter. Stopp. Stopp. Es wird Zeit! Wir haben nur einen Versuch, Kumpel! Verdammt, Busa! Los, hol dir deine Lady! Es greifen wir das Camp an. Busa! Ey, Alter, hat er sich jetzt geopfert? Scheiße. Da hat sich geopfert, Alter. Krass. Da hat er wohl nichts mehr zu verlieren. Warum bist du nicht gesprungen? So. So dramatisch wie das jetzt ist. Ich habe jetzt nochmal gespeichert. Und die nächste Folge gibt's entweder diese Woche oder nächstes Wochenende, das nächste Wochenende. Ich bin ganz aufgeregt. Jetzt wird's richtig heftig. Final Fight. Gut, dann wünsche ich noch einen schönen Abend, schönen Tag, schöne Nacht. Ciao, ciao. Ich wünsche euch was.